Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video bei OMG Games. Wir machen heute eine Runde Bus-Simulator 2016. Ja, ich denke mal, wir machen schon mal unsere Firma, die soll YouTube. Ja, wenn wir auch mal schreiben können. Die nennen wir jetzt einfach YouTube. Und ich denke mal, Pleite ermöglichen. Und ja, wir sind einfach gleich nach dem Intro. So Leute, da sind wir dann im Intro, dem Ben habe ich mal übersprungen, der natürlich immer redet. Ich denke mal, wir fangen schon mal an. Mal schauen, wie lange wir dafür brauchen. Kommt darauf an, auf die Zeit, weil ich will das schon nicht über 25 Minuten halten. Ich denke mal, wenn das so 15 Minuten ist, dann stoppen wir oder wie auch immer. Schauen wir einfach nach. Fangen wir schon mal an. Nehmen wir dann den Bus hier. Wollen wir hin und zurück? Machen wir hin und zurückfahrt, ja. Fangen wir doch jetzt mal an. Ob ich noch was zu trinken habe? Nee. Doch, habe ich hier noch. Wollen wir nachher noch. Ja. Unsere meiste Zeit verbringen wir irgendwie in den Lotus, keine Ahnung. Der irgendwie gefühlt 30 Jahre dort. Wie gesagt, 30 Jahre irgendwie, glaube ich. Das hört sich gut an. Baustellen. Es gibt im Moment viele Baustellen, bla 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 bla. Du musst möglicherweise eine alternative Strecke finden, um alle Bushaltestellen pünktlich zu erreichen. Okay, da sitzt wir in-game. Das Spiel habe ich auch ganz frisch gekauft, habe schon eingespielt und so weiter. Ich denke mal, wir werden das Spiel auch zusammenspielen. Wird glaube ich pro Woche, wenn, eins hiervon geben. Und nicht wundern, warum ich die letzten Tage keine Videos mehr gemacht habe, so richtig, weil ich musste was für eine Online-Community erledigen. Und dann gehen wir mal in den Bus rein. Ich denke mal, wir schließen hier noch das Tor. Nee, wisst ihr was? Wir schließen das Tor eben nicht. Bevor wir jetzt hier irgendwie Zeit hier verlieren. So, wir fahren jetzt hier mal raus. Steht hier aber knapp hier. Stiftgasse. Eine Fahrkarte bitte. Eine Fahrkarte. Vielen Dank. Eine normale Fahrkarte bitte. Eine normale. Kommt sofort.
Vielen Dank. Für Medium bekommen habe, ja, dachte mir jedenfalls, ja, komm, kauf mir das Spiel. Da hat beim Mediamarkt mit 10 Euro gekostet, plus den Gutschein noch, ja, ihr wisst schon, plus den 5 Euro Gutschein, nur noch 5 Euro. Ja. Habe ich mir das Spiel nicht für 5 Euro gekauft. Ich muss eine Fahrkarte kaufen. Eine Schülerfahrkarte. Danke, einen schönen Tag. Eine normale Fahrkarte, bitte. Vielen Dank. Haben wir das zweite Ufer gebaut? Von einem dritten Verfahren? 3 ist eine gute Zahl. So. Jetzt fahren wir hier rein. Ich bin irgendwie auf den Stammband vor.
versteht halt mal. So, kann man jetzt noch mal den Bus mal anschauen. Auch alle drin sind, ja. Welchen Passagier habe ich denn ignoriert? Ich habe doch keinen ignoriert, oder? Oder habe ich einen ignoriert? Ja, wirklich nicht. Oder habe ich einen ignoriert? Was mir jetzt irgendwie im Spiel nicht gefällt, ganz ehrlich, das ist eigentlich hier, habt ihr sicherlich eben gerade gesehen, und zwar hier bei den Bushaltestellen, die gelben Markierungen, also jedenfalls die Markierungen, wo man halten soll. Das gefällt mir mal wieder eigentlich nicht. Weil hat man ja eigentlich im, sagen wir mal, echten Bussern ja eigentlich auch keine Markierungen. Also Grafik und Steuerung und so weiter. Muss ich ganz ehrlich sein, gefällt mir das hier. Und das mit den, hier zum Beispiel das mit Markierungen gefällt mir nicht. Also hätte Bussimulator 2012 die gleichen, also die gleiche Steuerung wie das hier, dann würde es für mich perfekt sein. Weil Bus Simulator 2012, das hat ja glaube ich so gehabt, ja, also da kann man ja rausfahren und so weiter. Kann man aussuchen, ob man Gelenkbus haben will oder kein Gelenkbus. Ja, wenn Gelenkbus, wenn Bus Simulator 2012 noch das hier hätte, der Maus hier, wenn er es kriegt, dann würde es nämlich perfekt sein. Dann wäre es ein guter Bus Simulator, weil hier wieder einmal, hier sind dann keine anderen Kollegen. Wenn jemand ganz ehrlich bin, also, ja. Das ist ja das Ding, also. Blaue Straße. Das denke ich, die einzige Sache, die mich eigentlich nervt. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte. Danke, einen schönen Tag. Goethestraße West. Neurochirurgie ist zu spät. Ich werde, denke ich, etwas einfacher aus Quantenphysik spielen. Aber was
sehr gut finde, das wird die gleiche Anzahl. Keine Ahnung mehr, ob das bei Bussimulator 2012 aufhört. Aber wenn, können wir mal bei oder so Bussimulator 2012 mal kurz spielen, um nachzuschauen. Goethestraße West. Ich brauche eine Fahrkarte. Eine Fahrkarte nochmal. Danke, mein Lieber. Top machen wir? Nächster Halt, St. Pauluskirche. Also das Radio finde ich auch interessant, dass ihr auch ein extra Radio gibt. Das ist nicht schön. Ja, moin. Der fährt einfach in uns rein. Also nee, also dazu sage ich mal nichts. Nein, meine Geldbörse. Habe ich sie verloren? Oh, da ist sie, ja. Wie dumm von mir. Ich glaube, der Titel heißt Unfälle ohne Ende. Hier, warte mal, ist da noch keine Ahnung durch die Tür. St. Pauluskirche. Sagen wir einfach erste Route mit uns. Eine normale Fahrkarte, bitte. Vielen Dank. Stiftgasse. Dies ist der letzte Halt. Bitte vergewissern Sie sich, all Ihre Habseligkeiten mitzunehmen, wenn Sie aus dem Bus aussteigen. Besser aufpassen. Okay. Ja, Titel wird heißen Erste Route mit Papp.
Gasse. Motor aus und ja. So, ich denke mal, ja. Haben wir jetzt hier erstmal hier was bekommen. Ich denke mal, das war's mit unserer ersten Fahrt im Bus-Simulator 2016. Ich denke mal, wir sehen uns dann im nächsten Video wieder bei GIF Games. Und ciao.